Flux FM in digitaler Gesellschaft. So, meine Damen und Herren, wir sprechen über ein Thema, das in der Tat über Ecken eben auch zum G20-Protest, zum G20-Gipfel führen kann. Es geht nämlich um das Thema Videoüberwachung, die hier in Berlin massiv ausgebaut werden soll. So stellt sich das zumindest der Ex-Justizsenator Thomas Heilmann von der CDU vor. Er hat mit seinem Vorschlag aber sofort Freunde und Freundinnen gefunden, auch in den verschiedensten politischen Spektren. Da sind Leute wie Buschkowski, der ehemalige Bürgermeister von Neukölln, sind mittlerweile auch schon überzeugt, und auch andere Leute aus der SPD zum Beispiel. Jetzt will man den Gesetzentwurf erstmal nicht ins Abgeordnetenhaus einbringen, sondern will über den Weg des Volksbegehrens gehen und möchte die Leute da draußen befragen. Da hat man ja unter Umständen fast schon Angst vor den Ergebnissen, denn vor gar nicht allzu langer Zeit gab es ja eine Umfrage in Berlin, und da haben sich über 80%, glaube ich, dafür ausgesprochen, dass es mehr Videoüberwachung geben soll in Berlin. Wir werden versuchen, das Thema nochmal einzuordnen und auch unter Umständen Gefahren aufzudecken dieser Flächen, dieser großflächigen Überwachung. Volker Tripp, schönen guten Tag nochmal, hallo. Ja, hallo. Worum geht es jetzt bei der Initiative nochmal für mehr Videoüberwachung? Wer steckt dahinter? Ein bisschen habe ich es ja schon versucht zu erklären. Genau, also es ist eine Initiative von Thomas Heilmann, Ex-Justizsenator von Berlin, Herrn Buschkowski, die DEPOLG unterstützt das auch noch, und einige ungenannte Polizisten und Staatsanwälte. Das Ganze zielt ab auf eine Gesetzesänderung im ASOG, das ist hier so das Polizeigesetz von Berlin, und man möchte also Änderungen einführen, mit denen es möglich wird, insgesamt 2500 Kameras an 50 besonders kriminalitätsbelasteten Orten in der Stadt zu installieren. Und zwar dauerhaft sollen die da installiert sein. Die sollen auch diese Aufnahmen nicht wie bisher 48 Stunden speichern, sondern einen Monat lang. Mhm. Die Polizei soll dann eben zur Bekämpfung von Straftaten darauf Zugriff nehmen können. Und was außerdem geplant ist, und das ist ein ganz interessanter Dreh an der Sache, man möchte das Ganze auch gleich verknüpfen mit der sogenannten intelligenten Videoüberwachung. Also dahinter sollen Computerprogramme stehen, die die Bilder analysieren, die zum Beispiel abgleichen mit den Datenbanken von gesuchten Personen, um dann Alarm zu schlagen, wenn eine gesuchte Person sich etwa beim Kotti bewegt oder so. Aber die sollen eben auch verdächtiges Verhalten erkennen. Also wenn Leute zum Beispiel zu lange an einer Stelle rumstehen oder auf dem Boden sitzen. Auch besonders schnelle Bewegungen scheinen verdächtig zu sein, habe ich gelesen. Das sind alle möglichen Dinge, können verdächtig sein. Da können wir vielleicht gleich näher nochmal drauf eingehen. Aber das ist so das Ziel. Das Ganze möchte man also 5 Jahre lang laufen lassen, und das soll dann von einem Institut begleitet werden, von einem Forschungsinstitut, die eben auch gleich untersuchen, wie die Effekte der Videoüberwachung sind. Also wirkt die denn tatsächlich präventiv oder wirkt sie nicht? Denn all diese Dinge, da werden wir auch wahrscheinlich gleich noch drauf kommen, die sind bisher nämlich offen. Jetzt kann man sich auch direkt mal fragen, was die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung, die im Moment quasi im Roten Rathaus sitzt, was die dazu sagt. Denn das sind ja zumindest von der Art und Weise, wie man diese Leute wahrnimmt, sind es ja wahrscheinlich Leute, die sich da eher gegen aussprechen werden. Wie sieht's aus? Was gibt's da für Reaktionen bis jetzt auf Thomas Heilmanns Vorstoß? Also tatsächlich hat Heilmann sich auch direkt an die Landesregierung gewandt, an den Senat. Dort hat er also auch seinen Gesetzentwurf vorgelegt, und dem Senat ist jetzt auch noch Zeit eingeräumt, sich diesen Entwurf zu eigen zu machen. Das wird aber wahrscheinlich nicht passieren, denn die rot-rot-grüne Landesregierung verfolgt bei der Videoüberwachung eigentlich bisher eine eher zurückhaltende Linie. Die sagen eben, wir machen das Ganze anlassbezogen und temporär. Also dort, wo wir wirklich konkrete Hinweise darauf haben, dass da zum Beispiel ein Kriminalitätsschwerpunkt ist oder so. Und dann machen wir das eben auch nur für eine bestimmte Zeit. Also wir installieren nicht dauerhaft an irgendeinem Ort Kameras. Was überhaupt gar nicht bisher irgendwie auf dem Programm steht, ist halt diese intelligente Videoüberwachung. Also dass man Algorithmen darüber entscheiden lässt, ob menschliches Verhalten jetzt verdächtig ist oder nicht. Ja, und das finde ich aber ganz lustig, dass diese neuen Techniken angeblich dazu führen, dass der Normalbürger ja gar nicht mehr überwacht würde, sondern nur noch die Leute, die sich dann verdächtig verhalten, also die sich zu schnell bewegen oder zu langsam oder deren Daten unter Umständen so gesichtserkennungsmäßig schon abgespeichert sind irgendwo. Ja, ist natürlich totaler Unsinn, denn tatsächlich, diese Systeme sind bisher extrem fehleranfällig, und es ist wahnsinnig leicht, sie auszutricksen. Beispielsweise, man Brillen mit so bestimmten bunten Zusätzen und so trägt, dann können die, also funktioniert diese Gesichtserkennung schon gar nicht mehr. Das ist die eine Seite. Also es gibt sehr viele falsche Positive. Es werden also plötzlich Menschen als gefährlich eingestuft, die tatsächlich gar nicht gefährlich sind. Sie werden für irgendwelche gesuchte Straftäter gehalten, die sie gar nicht tatsächlich gar nicht sind. Aber darüber hinaus ist natürlich die größte Gefahr oder die größte Frage, die man sich stellen muss, ja, wer legt denn jetzt fest, was zu schnell oder was zu langsam ist? Wer legt denn fest, was verdächtiges Verhalten ist? Ja. Und warum sollen sich dann eigentlich Leute danach richten? Also warum muss ich beispielsweise meine Schrittgeschwindigkeit danach richten, was Herr Heilmann
man für gefährlich hält und was nicht. Das finde ich, also das ist irgendwie eine Art und Weise, sagen wir mal, der Überwachung der Öffentlichkeit, wie es das also überhaupt noch nicht gibt bisher. Und also auch eine Sache, die eben sehr, sehr stark so in das individuelle Verhalten eingreift. Jetzt kann man nicht bestreiten, dass das Bild der einen oder anderen Videokamera vielleicht der Polizei dabei half, den Straftäter, die Straftäterin ausfindig zu machen, weil man da eben auf dem Bild sehen konnte, wie der Typ oder die Frau aussieht. Ja, klar. In der Politik wird aber die ganze Zeit behauptet, das Ganze ist auch dazu in der Lage, Straftaten eben zu verhindern im Vorfeld. Und das ist ja, glaube ich, was auch schon untersucht wurde und was so auch nicht quasi stehen gelassen werden kann. Genau, es gibt also eigentlich bei der Verbrechensbekämpfung immer diese beiden Aspekte Prävention und Repression, also einmal die Verhinderung von Straftaten, auf der anderen Seite die Verfolgung von begangenen Straftaten. Und es gibt bisher keine Hinweise darauf, keine Zahlen dafür, dass Videoüberwachung tatsächlich dazu führt, dass weniger Straftaten begangen werden. Mhm. Ja, das hat unter anderem auch damit zu tun, dass üblicherweise diese Kameras halt angebracht werden, nur auf der anderen Seite eben kein Mensch sitzt, der dann tatsächlich eingreifen könnte, wenn irgendeine Straftat passiert. Ja, und das dürfte einer der Gründe dafür sein. Auf der anderen Seite, Straftäter lassen sich ganz offensichtlich von Kameras auch nicht abschrecken. Das mag vielleicht für den normalen, rational denkenden Menschen so sein, wenn er eine Kamera sieht, dass er dann denkt, oh, jetzt verhalte ich mich mal lieber konform. Ja. Auch im Übrigen noch ein Problem, dieser Konformitätsdruck, der entsteht. Aber der Straftäter, der sowieso entschlossen ist, der schert sich da nicht drum. Und wenn wir mal diese Beispiele der U-Bahn-Treter nehmen, gerade beispielsweise dieser Fall in Neukölln, als eine junge Frau die Treppe runtergestoßen wurde, da hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, der Täter hatte eine hirnorganische Störung, er war schwer auf Alkohol und Drogen und war im Grunde komplett druff und hat sie da runtergeschickt. Und solche Menschen, die werden nicht zweimal nachdenken und sagen, oh, ich werde gefilmt, jetzt lasse ich das doch mal lieber sein, was ich vorhabe, sondern das sind Impulstaten. Mhm. Ja, und die werden eben gerade überhaupt nicht dadurch verhindert. Und was natürlich auch noch nahe liegt, wenn man sich im Verbrechen quasi, wenn man sich da versucht, ist einfach den Standort zu wechseln. Ja, wenn man feststellt, da wird eine Kamera aufgebaut, dann geht man einfach woanders hin. Genau, also das ist natürlich auch noch ein Problem. Im Grunde wird Kriminalität nur an andere Orte verdrängt. Ja. Also wenn man jetzt beispielsweise, wie Herr Heilmann das plant, am Kotti also 20 oder 30 Kameras aufbaut, dann wird sich das ganze Drogenkriminalität und so weiter halt eben verlagern in die umliegenden Straßenzüge, wo es keine Kameras gibt. Also das heißt, tatsächlich nützen zur Bekämpfung des Problems tut es nicht. Mhm. Eine Sache vielleicht noch zu der Kriminalitätsbekämpfung. Auch da sagen ja die Befürworter, nein, das hat schon auch einen präventiven Effekt, denn die Straftäter, die wir einmal ermittelt haben mit Videoüberwachung und die wir dadurch bekommen haben und die wir dann eingesperrt haben, die können dann ja, solange sie eingesperrt sind, keine neuen Straftaten begehen. Also werden auch Straftaten verhindert. Was ist bloß mit der Resozialisierung passiert, fragt man sich. Ja, ganz genau. In der Tat, das fragt man sich. Und was für ein Menschenbild steht eigentlich dahinter? Ist es tatsächlich so, dass jeder, der einmal straffällig geworden ist, auf jeden Fall erneut straffällig wird? Einmal also Verbrecher, immer Verbrecher. Ja, das ist eine sehr eigentümliche Rechnung. Das finde ich in der Tat auch. Die Datenschutzbeauftragte Maja Smolczyk, so wird sie, glaube ich, ausgesprochen, die sagt ja, die Kriminalität, wie ich gerade schon formulierte, wird dann nur an andere Ecken verschoben und sie fordert quasi eine Überprüfung der Effekte der Videoüberwachung. Sie will, dass das Ganze quasi wissenschaftlich oder auf wissenschaftliche Art nochmal untersucht wird. Glaubst du, dass das zu anderen Ergebnissen führen würde, als die jetzt im Vorfeld im Prinzip schon uns zumindest klar zu sein scheinen? Das weiß ich nicht. Es hätte jedenfalls den Vorteil, dass man die Sicherheitspolitik mal auf eine evidenzbasierte Grundlage stellen würde und eben tatsächlich mal empirische Erkenntnisse zur Grundlage machen würde und nicht bloß irgendein Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühl. Mhm. Ja, und das ist ja leider momentan so. Es wird eben sehr viel mit den Gefühlen von Menschen, mit den Ängsten von Menschen gespielt. Die werden getriggert und dadurch soll eben diese Befürwortung für mehr Sicherheit zustande kommen. Das Problem ist eben, dass das einfach immer nur postuliert wird, diese Sicherheit, ja, ohne dass sie tatsächlich belegt ist. Wenn es denn tatsächlich so wäre, dass wirklich also ein spürbarer Sicherheitsgewinn, der dann eben auch die datenschutzrechtlichen Bedenken vielleicht überwiegt, wenn das tatsächlich da wäre, dann müsste man wahrscheinlich wirklich mal darüber reden, ob man das machen kann oder nicht. Aber jedenfalls in der gegenwärtigen Situation haben wir diese Daten nicht und ich finde es absolut inakzeptabel, dass man hier die ganze Stadt im Grunde zu einem Versuchsfeld macht. Ja, und zwar nochmal, also das ist ja nicht irgendetwas. Wenn wir überall Kameras haben, dann bedeutet das eben, dass es sehr viel schwerer wird, sich in der Öffentlichkeit anonym zu bewegen. Und wenn man das Ganze auch nochmal kombiniert mit anderen Maßnahmen, die es bereits gibt, also die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten, die Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten, die Vorratsdatenspeicherung von Kfz-Daten im Rahmen der Maut und so weiter und so fort. Wenn wir das alles zusammenführen, dann kann man damit Menschen
eigentlich komplett, sobald sie sich außerhalb der eigenen Wohnung bewegen, verfolgen, wenn sie elektronisch mit anderen in Kontakt treten, verfolgen. Und genau das ist eben das allergrößte Problem. Ja, und wenn man sich jetzt mal ein schlechtes Beispiel für Videoüberwachung raussuchen möchte in Europa, denkt man an London. Wenn ich da von Menschen höre, die da mal eine Woche verbracht haben, die kommen zurück und sagen, es war wie ein Horrorfilm. Ja? Also man wurde quasi nonstop gefilmt. Und da ich habe jetzt in meinem Freundeskreis keine Leute, die versucht haben, da irgendwelche kriminellen Dinge an den Start zu bringen, sondern die waren da einfach als Touristen und haben sich scheiße gefühlt, weil die ganze Zeit gefilmt wurde und gefilmt wurde. So, und tatsächlich ist es ja auch so, dass es in London immer noch Kriminalität gibt. What? Ja, das haben wir mal festgehalten. Really? Ja, eben. Und das daran zeigt sich eben auch, ja, also es ist natürlich kein Allheilmittel gegen Kriminalität oder sowas, ne, sondern es führt eben, wie gesagt, vor allen Dingen zu einem erhöhten Konformitätsdruck. Mhm. Leute haben eben diesen sogenannten Chilling-Effekt. Sie wissen, dass sie beobachtet werden und ändern ihr Verhalten danach. Und da sagt sogar auch das Bundesverfassungsgericht, das ist eigentlich immer eine Grenze. Wenn die erreicht ist, dann wird eine Maßnahme unzulässig. Wenn nämlich irgendwann auch die Summe der Überwachungsmaßnahmen so groß ist, dass ich eigentlich mich permanent diffus beobachtet fühle und mich deswegen im Zweifel dafür entscheide, von einer Freiheit keinen Gebrauch zu machen, anstatt von einer Freiheit Gebrauch zu machen. Und das ist genau das Gegenteil von dem Gesellschaftsbild, was das Grundgesetz entwirft. Ja, das müssen wir uns vielleicht häufiger mal klar machen. Das Grundgesetz sagt eben mit dem Rechtsstaatsprinzip, grundsätzlich sind wir alle frei. Und wenn der Staat diese Freiheit einschränken will, dann muss er sich dafür rechtfertigen. Ja, und es ist eben nicht so, wie die Leute, die gerne diesen Satz bemühen, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, warum ich nicht überwacht werden will, sondern umgekehrt, der Staat muss rechtfertigen, warum er meint, seine eigene Bevölkerung überwachen zu wollen. Ja. Und jetzt gehen hier die Leute um Thomas Heilmann herum, also Thomas Heilmann und seine Posse, die gehen jetzt den Umweg quasi übers Volksbegehren, weil gerade die Umfragewerte ganz gut sind unter Umständen, ja, und weil man sich erhofft, dass mit einer starken Zustimmung aus dem Volke direkt, dass man damit diese Gesetze durchbekommt? Oder was ist da der Plan, was ist die Idee hinter diesem Umweg über das Volksbegehren? Ja, das ist ganz klar, würde ich sagen, politischer Schachzug, den man da macht. Herr Heilmann hätte ja die Möglichkeit gehabt, auch in seiner Zeit als Justizsenator die Videoüberwachung hier einzuführen. Das hat er nicht durchbekommen. Jetzt versucht das halt auf diesem Weg. Und er selber kandidiert für den Bundestag. Das darf man nicht vergessen. Es geht also jetzt auch ganz offensichtlich um Wahlkampf. Und es geht offenbar auch darum, sich hier als starken Innenpolitiker irgendwie zu positionieren. Und natürlich ist es so, die Landesregierung selber hat ganz klar schon gesagt, sie will das nicht machen. Sie will keine Videoüberwachung in Berlin und also in dieser Art, wie Heilmann die fordert. Ja. Und das dann über ein Volksbegehren zu machen, bedeutet natürlich sozusagen, die Landesregierung da maximal unter Druck zu setzen. Denn wenn es irgendwann so sein sollte, dass Heilmann mit seinem Vorhaben erfolgreich ist, dann müsste ja die Landesregierung, wenn sie dem nicht folgen will, sagen, wir stellen uns hier gegen den Willen, den erklärten Willen der Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner. Und das dürfte natürlich politisch ausgesprochen schwer durchzukriegen. Ja, aber dann muss man an dieser Stelle auch nochmal konstatieren, dass wir quasi, wir beide und vor allen Dingen auch die digitale Gesellschaft jetzt nochmal ein paar Monate richtig Arbeit vor sich hat, denn im Prinzip geht es ja darum, den Anteil der Berliner und Berlinerinnen, die sich jetzt aus so einem Reflex heraus für die Videoüberwachung aussprechen, dass man die wieder zurückkriegt auf die Seite von den Leuten, die sagen, also Buschkowski hat ja gesagt, ich lasse mich lieber filmen als beklauen. Ja, vielleicht sollten wir ein paar Leute finden, die sagen, ich lasse mich lieber mal beklauen als filmen die ganze Zeit. Ja, oder er lässt sich gerne filmen beim beklaut werden. Ich glaube, das ist irgendwie eher, das wäre wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit eher das, was eben passieren würde. Denn das Filmen nochmal verhindert das Beklauen nicht. Und das ist eben schon auch so eine Fehlannahme, die in diesen Dingen drinsteckt, die er da sagt. Ja, und deswegen meine ich auch, das muss man klar machen. Diese also für diesen ersten Schritt des Volksbegehrens braucht man 20.000 Stimmen. Ja. Die sollen jetzt ab August gesammelt werden. Das dürfte wahrscheinlich auch nicht so schwer fallen, die zu bekommen. Und wenn das dann tatsächlich durch ist, dann kann ein sogenannter Volksentscheid folgen, ja, der auch tatsächlich dann bindend wäre, wo die Berlinerinnen und Berliner selber über diese Frage entscheiden können. Mhm. Dafür bräuchte man allerdings mindestens 170.000 Unterschriften. Mhm. Und es muss dann auch noch die Mehrheit sein, der abgegebenen Stimmen. Das wird vielleicht ein bisschen schwieriger. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann öffentlich die Diskussion auch nochmal richtig hochkocht und eben die Frage, in was für einer Stadt wollen wir eigentlich leben? Ja. Und ich glaube, gerade wenn man eben sich mal vor Augen hält, welche Pläne da mit der intelligenten Videoüberwachung tatsächlich jetzt auf dem Tisch liegen. Es geht nicht um einfach dumme Kameras, sondern es geht wirklich um Computerprogramme, die bewerten, ob die Menschen, die dort gefilmt werden, sich normal benehmen oder ob das irgendwie unnormal ist und man die Polizei, also das System, die Polizei einschalten muss, damit diese Menschen jetzt dann mal kontrolliert werden. Also und deswegen, es geht bei weitem nicht einfach nur um Verbrechensbekämpfung, sondern es geht wirklich um die Frage, kann ich mich eigentlich öffentlich anonym bewegen? Gibt es diese Möglichkeit überhaupt noch oder werde ich wirklich auf Schritt und Tritt vom Staat beobachtet, wenn ich aus der Haustür gehe? Ja, es ist am Ende, ne? Also es gibt ja viele Leute, die aus einem kleinen Dorf in die große Stadt ziehen, damit sie sich mal anonym
benehmen und hier kennen sie die Leute dann noch besser, weil sie ständig überwacht werden mit der Kamera. Ja, eben, aber du sprichst was ganz Wichtiges an. Die Anonymität in der Großstadt ist doch ein ganz, ganz wesentlicher Total. Punkt, der die Atmosphäre der Großstadt, die Entfaltungsmöglichkeit, ja. die Nischen in der Großstadt ausmacht, die man eben in kleineren Städten nicht hat. Und ich finde, gerade in Berlin sollten wir uns verdammt gut überlegen, ob wir das wirklich hier wollen. Volker Tripp und meine Wenigkeit der Winson, wir haben uns wieder mal in Rage geredet. Ein klein wenig. in der Rubrik Digitale Gesellschaft. Ihr könnt unser Gespräch als Filmchen nochmal nachgucken auf YouTube. In wenigen Stunden wird das da schon sein, was wir hier gerade aufgezeichnet haben. Na, sagen wir morgen. Und ansonsten geht ihr nochmal auf fluxfm.de, wenn ihr euch weiter informieren wollt. Vielen Dank, Volker Tripp. Ja, ciao. Fluxfm in digitaler Gesellschaft.